Hallo liebe Freunde von leseleben.de und Leanders Lieblingen. Heute ist es mir eine riesengroße Freude, einen 60. Geburtstag zu feiern. Tja, wer hat Geburtstag? Am 9. August 1960 kam Jim Knopf auf die Welt. Jim Knopf ist eine Figur, die Michael Ende erschaffen hat. Und er wurde, glaube ich, von Generationen von Kindern und deren Eltern, die das vorgelesen haben, dieses herrliche Werk. Es gibt zwei Bände, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf und die Wilde 13. Ja, all diese Menschen haben diese Bücher über alles geliebt, bis diese Diskussion in die Welt kam, dass man das berühmte N-Wort nicht mehr benutzen darf. Ich habe lange über dieses Thema nachgedacht und mit unendlich vielen Leuten darüber diskutiert und sehr, sehr viel dazu gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich deshalb Jim Knopf ganz besonders feiern möchte, weil Michael Ende nämlich dieses Buch geschrieben hat, um nach dem Nationalsozialismus dieser Ideologie des Rassismus einfach ein Gegenkonzept entgegenzusetzen. Und nun würde ich es einfach mal ganz einfach sagen. Wenn das Buch rassistisch wäre, dann würde es da heißen, wo Jim Knopf in diesem Paket ankommt und ausgepackt wird und als schwarzes Baby vor den Bewohnern von Lummerland liegt, wenn da alle Beteiligten oder jedenfalls auch nur einer geschrien hätte, ein schwarzes Baby, das wollen wir hier nicht haben, weg damit. Das, meine ich, wäre Rassismus. Stattdessen steht hier, es schauten alle Umstehenden mit großen glänzenden Augen an und schienen ziemlich froh zu sein, dass es aus dem ungemütlichen Karton herauskam, das Baby. Ein Baby, riefen alle überrascht, ein schwarzes Baby. Das dürfte vermutlich ein kleiner Neger sein, bemerkte Herr Amel und machte ein gescheites Gesicht. Fürwahr, sprach der König und setzte seine Brille auf. Das ist erstaunlich, sehr erstaunlich. Und er nahm seine Brille wieder ab. Lukas, der Lokomotivführer, hatte bis jetzt noch nichts gesagt. Aber seine Miene hatte sich zusehends verdüstert. Ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen, polterte er nun los. So ein kleines Kerlchen in einen Karton zu packen. Was da alles hätte passieren können, wenn wir nicht aufgemacht hätten. Na, wenn ich den Burschen, der das gemacht hat, erwische. Der bekommt von mir, naja, etwas, an das er sich dann sein Leben lang erinnern wird. Übrigens, das, was der bekommt, das ist im Augenblick auch sehr verpönt. Nämlich eine Tracht Prügel. Ja, so wird Lukas aufgenommen auf Lummerland. Er wird das geliebte Kind von Frau Waas, aber eigentlich wird er das geliebte Kind von allen. Und Michael Ende hat dieses hinreißende Bild dazu aufgenommen. Und da sieht man auch dieses Glück und diese Freude, mit der Jim Knopf aufgenommen wird. Tja, und weil es aber immer schon Leute gab, die einfach über diese Anfangssätze hin gestolpert sind oder sogar so erzürnt waren, dass sie gar nicht weitergelesen haben, habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht und habe so ein bisschen recherchiert und ich habe viele wunderbare Aufsätze gefunden und unter anderem einen, von dem ich mir wünschen würde, dass alle Erwachsenen das lesen würden. Das ist in der Frankfurter Allgemeinen erschienen, schon vor 15 Jahren. Jim Knopf rettet die Evolutionstheorie, heißt es hier. Und das alles ist eine ganz wunderbar verständlich geschriebene wissenschaftliche Untersuchung dazu, dass Michael Ende nämlich mit seinem Buch, mit der Geschichte von Jim Knopf, einen wirklich wunderbaren Erziehungsroman hin zum Antirassismus geschrieben hat. Und ich will es an einem Beispiel nochmal deutlich machen, wie er das übrigens pausenlos sozusagen mehr oder weniger auf jeder Seite macht. Aber
hier an dieser Stelle so, dass wirklich, ich sag's auch, auf Seite 125 kann man das nachlesen. Und zwar begegnen Jim und Lukas dem sogenannten Scheinriesen. Das heißt, sie sind in der Wüste und vor ihnen taucht ein gigantischer Riese auf. Oh, stieß Jim hervor, das ist keine Fata Morgana. Schnell fort, Lukas, vielleicht hat er uns noch nicht gesehen. Immer mit der Ruhe, erwiderte Lukas und paffte kleine Wölkchen. Der raucht nämlich immer auf seiner Pfeife. Dabei beobachtete er den Riesen scharf. Ich finde, stellte er fest, außer seiner Größe sieht der Riese ganz manierlich aus. Was stotterte Jim entsetzt? Naja, meinte Lukas ruhig, bloß weil er so groß ist, braucht er doch noch lange kein Ungeheuer zu sein. Ja, aber wenn er doch nun doch eins ist. Tja, wenn er uns was tun wollte, sagte Lukas, dann hätte er das längst gekonnt. Er scheint ganz gutartig zu sein, möchte bloß wissen, warum er nicht näher kommt, ob er sich am Ende vor uns fürchtet. Glaube ich nicht. Also, oh Lukas, stöhnte Jim, dem vor Angst die Zähne klappern. Jetzt ist's aus mit uns. Jetzt heißt es hier, glaube ich nicht, erwiderte Lukas. Vielleicht kann uns der Riese sogar sagen, wie wir aus dieser verflixten Wüste wieder herauskommen. Tja, und da kann man das dann sehen, wie riesig dieser Scheinriese ist und wie klein Lukas und Jim sind. Und dann kann man schon verstehen, dass sie sich total fürchten. Und es ist ja auch auf dieser Welt unendlich viel Unrecht geschehen, dunkelhäutigen Menschen gegenüber, aber auch allen möglichen anderen Menschen gegenüber, von denen, die meinen, sie müssten sich ihrer Angst hingeben oder eben auch ihrer Verachtung und die damit selber in Gefahr sind, das zu werden, wogegen dieses Buch geschrieben worden ist. Nämlich andere, bloß weil sie anders sind, abzulehnen, vor ihnen davonzulaufen. Tja, und genau das tun die beiden eben nicht. Und genau das wird hier in diesem Buch von Julia Voss oder in diesem Artikel von Julia Voss so wunderschön ausführlich beschrieben. Und am Ende, und das möchte ich auch ganz gerne noch vorlesen, geht es nämlich darum, dass wirklich alle Kinder dieser Welt, die in der Klammer des Bösen sich befanden, nun mit Lukas und Jim ein wunderschönes Leben führen können auf einer Insel, die Platz hat für alle. Es heißt hier, die meisten Kinder blieben mit ihren zahlreichen Familien für immer da. Sie hatten Samenkörner aus ihren Heimatländern mitgebracht und säten sie in den fruchtbaren Boden. So gab es bald eine Gegend mit Prärie und Wäldern für die Indianer, eine mit großen Tulpenfeldern und saftigen Wiesen für die Holländer, eine mit Dschungeln für die braunen Kinder mit Turbanen und sogar für die Eskimos gab es im Nordende des Landes ein passendes Gebiet, wo es ihnen kalt genug war und wo im Winter viel Schnee lag. Kurz und gut, so schreibt Michael Ende, für jeden fand sich das Richtige. Tja, die Evolutionsgeschichte ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt Menschen, die das hier klischeehaft scheußlich finden in Bezug auf die Abbildung eines dunkelhäutigen Prinzen, der eigentlich Lokomotivführer sein will und das auch ist und bleibt, obwohl er auch der schwarze Prinz ist. Tja, für jeden der richtige Platz. So weit sind wir noch nicht. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir solche Lehrer wie Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer. Und dabei wünsche ich viel Vergnügen. Übrigens ist es abartig spannend zwischendurch und kaum auszuhalten. Deshalb braucht man schon sehr große Arme, in die man fallen kann, wenn man es alleine